Einen schönen guten Tag. Es ist Montag. Wir haben 19.05 Uhr und es sind noch 20 Grad Celsius. Ich bin hier im Essener Norden und wir machen hier eine Tour durch Vogelheim, Altenessen und so weiter. Und ihr habt schon am Helm gesehen, ich mache das hier mit dem Roller. Und ich habe ganz am Anfang hier einen Zug aufgenommen. Jetzt habe ich mich aufgenommen. Da kommt gleich noch ein Zug. Und ich habe erst mal überlegt, wie ich hier den Gimbal sperre. So kann ich den sperren. So, da kommt gleich noch ein Zug. Aber ich denke, wir machen uns mal auf den Weg. Ja, so ist gut. Nochmal neu zentrieren. Ein etwas holpriger Beginn. Aber besser ein holpriger Beginn als überhaupt kein Beginn. Gucken, ob da noch was kommt, live in Action. Ich finde das irgendwie faszinierend, dass hier so eine Bahnlinie, das ist die Nordtrasse, die geht links zum Bahnhof Altenessen, dass die hier einfach so durchläuft. Ne? Und ganz am Anfang hatte ich ja gerade einen Intercity erwischt. Vorhin ist noch ein Güterzug hier durchgekommen, als ich mich hier fertig gemacht habe. Aber die machen natürlich die Schranken immer so runter, dass die voll auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass hier noch einer mit dem Auto darüber fährt, wenn hier so ein ICE angerauscht kommt oder ein IC, keine Ahnung. Was es dann letztlich war. Ich wollte hier auf jeden Fall immer schon mal anfangen mit so einem Zug. Und jetzt kommt gerade keiner. Die ersten schalten gelangweilt ab. So, da kommt der Zug. Wollen wir mal gucken, was das für einer ist. Wahnsinn. Da hatten wir jetzt drei Züge auf einmal. Also wenn das nicht irre ist, dann weiß ich auch nicht. So. Ich habe mich heute mal wieder ein bisschen lässig angezogen. Normalerweise hätte ich noch so ein Fleece-Shirt drunter gezogen. Aber ich habe vorhin viele Fahrradfahrer gesehen. Die im T-Shirt gefahren sind. Und da wollte ich mich nicht zu warm anziehen.
Ich habe mir gedacht, wir machen heute mal eine Runde im Essener Norden. Ich hatte ja irgendwann mal einen Zuschauerwunsch bekommen, mal was in Vogelheim zu machen. Aber ich dachte, weißt du was? Gar nicht lang. Ich wollte hier lang. Kurze Verwirrung. Und gegen die Sonne. Immerhin ist hier eine Tempo 30 Zone. Und ich hatte mir die Tour extra spät gelegt, weil ich weiß, hier sind nicht so tolle Radwege, wenn überhaupt. Und tagsüber ist hier doch ein ziemlicher Berufsverkehr, auch mit Schwerlastwagen, vielen Lieferwagen. Und da fühle ich mich um die Uhrzeit ein bisschen sicherer. So, jetzt sind wir die Sonne. Im Westen erstmal so ein bisschen los, aber wenn wir hier am Hafenstübchen nach rechts abbiegen und hier das Stadion und die Hafenstraße sehen. Ganz vielleicht schaffen die Rot-Weißen das noch, diese Saison auf den Relegationsplatz vielleicht, um aufzusteigen. Wir sind wieder ein bisschen in den Tritt gekommen, habe ich gelesen. Können wir hier nochmal anhalten. Und noch mal in die Sonne gucken und das Stadion sehen, falls man das überhaupt sieht bei dem Gegenlicht. Wir können ja mal, wo wir gerade hier sind, wo nicht viel Verkehr ist, kurz mal reinfahren. Hier war ich ja als Kind oft, öfter mit meinem Vater, aber da sah das hier ganz anders aus. Die haben mir reichlich gemacht. Da ist alles neu. Sieht man sogar ein bisschen den Rasen, theoretisch. Ja, machen wir weiter auf unserer Route.
Die Dunkelheit wird uns heute nicht erwischen. Ich habe heute an den Adapter für meine Kamera gedacht. Und ich hoffe, die Technik funktioniert soweit. Ich lasse heute sicherheitshalber auch ein Backup-Mikro mitlaufen. Wir sind jetzt ja ganz in der Nähe vom Stadthafen. Da fahre ich jetzt nicht rein, da habe ich keine guten Erinnerungen. Da habe ich ja mal mein Handy verloren. Und als ich es wiedergefunden habe, kurz bevor, ich sah es schon auf der Straße liegen und dachte, da ist es. Da ist da ein Auto drüber gefahren mit Anhänger. Ich weiß nicht, ob derjenige, der den Wunsch Vogelheim ausgesprochen hat, noch mitguckt. Auf jeden Fall sind wir hier in Vogelheim. Und vielleicht kann man hier auch so ein bisschen sehen, warum ich hier nicht durchlaufen wollte. Weil hier meiner Ansicht nach zu viel Wohnbebauung ist. Und dann zieht es sich. Und dann kam mir irgendwann mal die Idee mit dem Roller. Und ich dachte, cool. Da suchen wir uns mal einen schönen Tag aus. Und auf die Art und Weise können wir mal wieder einen Haken hinter einen bis jetzt noch nicht gezeigten Stadtteil machen. Das ist ein Fahrradweg. Aber der ist recht hoppelig. Also noch geht die Temperatur beim Fahren. Ist nicht kalt. Bewegt sich auf dem Roller nicht. Fahrrad wäre dann kein Problem. Also der Radweg hier, der ist eine Katastrophe. Man hat sich Mühe gegeben irgendwie. Das ist besser als nichts. Besonders tagsüber, wenn hier der schwere Verkehr durchrollt, ist hier immer noch sicherer. Aber hier wechselt ja der Belag alle paar Meter. Ist das da oben ein Heißluftballon? Was ist da?
Zeppelin. Bis hierhin bin ich ja schon mal gekommen. Als ich mal an der Gladbecker Straße vorbeigelaufen bin, die wir jetzt überqueren. Also so gesehen haben wir in Vogel einmal reingeschnuppert. Ich weiß aber nicht, wo jetzt hier die Grenze ist. Wo Altenessen anfängt. Das ist ja ein richtig fettes Schlachtloch da. Also da muss man mit dem Roller wirklich aufpassen. Den kleinen Reifen, dass man die Straße vor sich absolut abscannt, dass man nicht in so einem kleinen Loch hängen bleibt. So einmal um die Baustelle herumkurven. Und hier sind wir ganz auf jeden Fall in Altenessen. Hier ist linker Hand der Marktplatz von Altenessen. Wenn man so sieht, waren wir, glaube ich, auch noch nicht drauf. Hier wollte ich irgendwie über die Straße gehen. Kann ich aber nur rechts abbiegen. Deswegen einmal hier rum. Stören wir das auch langsam ab. Hier gehen alle Ampeln gleichzeitig auf Grün für die Fußgänger, hervorragend. Ich weiß, als ich das letzte Mal hier war, da war es am Regnen, da war es nass kalt. Da ist jetzt hier doch eine gänzlich andere Stimmung. Wo will der ungefähr hin?
Was genau hat er vor? Wir gehen da in den Parkplatz rein. Lösen wir das Ganze mal so auf. Also was für eine Wohltat, mal wieder draußen zu sein. Kein kalter Wind, kein Regen. Ist auch gesperrt. Du Karlsplatz. Hätten wir hier auch schon rechts fahren können, aber wir haben es aus Gründen nicht getan. Da ich hier aber auch als Fahrradfahrer nicht weiterkomme, oder als Zweiradfahrer, biegen wir hier auch wieder in die andere Richtung ab. Ja, hier werden echte Manöver gefahren. Wir machen unbeirrt weiter auf unserer Nordtour. Und das hier sind die schlimmsten Radwege, die so aus einzelnen Pflastersteinen bestehen. Wer auf sowas kommt, das ist ganz zwangsläufig, dass die sich einzelne Steine immer wieder absenken oder so irgendwie so rausgucken. Da kriegt man nie gerade und eben hin auf eine längere Sicht oder eine mittlere Sicht. Das ist nur, wenn das ganz neu ist, vielleicht irgendwie okay. Ich weiß nicht, wie früher die Güterzüge durchgerauscht sind.
kann ich mich noch erinnern als Kind. Da sind die genau hierher gefahren, wo wir jetzt lang fahren. Nicht in der Breite, aber genau hier vorne war die Schranke an dem Haus an der Ecke. Da waren noch so Kohleloks, erinnere ich mich. Nichts mit Elektroloks oder so. Natürlich Kohleloks. Rauch ausgestoßen ohne Ende. Qualm. Und hier war alles verrust in der Gegend. Und da hat man hier später alles gebaut. Die Straße hier und die Häuser hier. Auf der rechten Seite zumindest die Häuser, da vorne links die Häuser. Ich meine, da ist man froh, dass man so einen tollen Radweg hat, nicht auf der Straße. Man braucht keinen Doring zu befürchten, weil die Autos links von einem sind. Also das ist stadtplanerisch ein super Radweg. Rechts ein breiter Fußweg, also besser geht es gar nicht, aber bitte nicht mit dem Belag. Die sind total gewellt. Das ist wie so eine Berg- und Talfahrt. Da oben drüber sind auch früher Güterzüge gefahren über uns. Hier linke Hand ist jetzt die Zeche Karl. Da ist alles Kopfsteinpflaster, da fahre ich im Roller jetzt nicht rein, da haben wir auch schon öfter vorgestanden. Aber wir sind ja auf der Mission der Nordrunde. Und fast wäre ich heute gar nicht losgefahren. Irgendwie müde war. Aber dann habe ich mir gedacht, Mensch, so ein schöner Tag, wer weiß, ob wir so einen wiederbekommen. Aber wie komme ich jetzt hier? Ja, rum vielleicht. Wie komme ich jetzt hier rum, wollte ich sagen. Hier so. Würde ich sagen. Ja, man kennt das ja, wenn man so irgendwo hingeht zum Sport, zum Schwimmen, zum Fahrradfahren oder so. Der erste Schritt ist immer der schwerste. Wenn man einmal so unterwegs ist, entwickelt das ganze Unterfangen oft eine Eigendynamik. Und dann ist alles gut und dann freut man sich auch, dass man den Hintern hochgekriegt hat. Normalerweise habe ich mit so weit gar kein Problem. Aber heute war ich mir irgendwie unschlüssig. So ein bisschen hin und her, und kreuz und quer. So, und jetzt willkommen in Essen. Hier hört der glorreiche Fahrradweg auf einer sehr belebten Straße einfach auf. Endet in nichts. Und man muss gucken, wo man bleibt.
zudem noch diese ganzen Gullideckel. Die sind auch zum Teil hochgradig gefährlich. Was soll ich machen? Ich hatte keine Chance. Ein super schmaler Bürgersteig. Tagsüber mit Lastwagen geht gar nicht. Jetzt habe ich hinter mir einen größeren. Den sollte ich erstmal fahren lassen. Ja, es ist immer noch erstaunlich hell. Die Sonne ist noch zu sehen hier rechts im Westen. Tiefes Loch, rechtzeitig gesehen. Hier ist der Bahnhof Altenessen. Und ein Radweg. Tut sich auf. Wenn ich vorhin genörgelt habe, muss ich jetzt sagen, danke Essen. Da fühlt man sich gleich sicherer, obwohl er nicht geschützt ist. Keine Pöhle, kein Nix. Hey, ist rot. Ja. Einige machen das. Ja, ja, aber ich bin ja nicht lebensmüde. Okay. Dann viel Spaß. Ja, auch so. Ja, dir auch so. Tschüss. So, was ist mit dem Radweg hier los? Der hört da wieder auf, ne? Oder? Oder der geht ja so um die Kurve irgendwie. Der geht hier lang, aber da will ich gar nicht lang. Will ich da lang? Ne. Will ich gar nicht lang. Ich will hier lang.
Also man muss sagen, es gibt natürlich Radwege, wenn man die kennt. Da kann man jetzt nicht immer auf der Hauptstraße bleiben. Wenn wir jetzt hier rechts abgebogen wären und wären dann irgendwann links gefahren, wären wir womöglich auch in die Richtung hier gekommen. Hier rechts, das ist ein reiner Fußgängerweg. Das muss man aber wirklich wissen. Sonst verdattelt man sich auch leicht. Wir hören ja hier wilde Geräusche auf unserer Tour. Ich weiß gar nicht, ob das Mikro dann alles aufnimmt. Also der Belag hier ist astrein. Der Slidefox schiebt mich hier hoch. Was hast du, was kannst du? Ohne zu murren. Ich warte den noch gar nicht. Ich wüsste gar nicht, was ich machen soll. Ich hatte beim Kauf nur gelesen, dass die Trommelbremsen sehr wartungsarm seien, im Gegensatz zu den Scheibenbremsen, weil viele Roller haben ja auch Scheibenbremsen. Aber das ist ja mit der Wartung immer so eine Sache. Wo macht man das, ne? Hier die Firma, die den gebaut hat, wir sitzen in Hamburg, haben den in China bauen lassen. Ich habe die Originalverpackung noch, aber ich möchte nicht eintüten und den zur Wartung irgendwie nach Hamburg schicken. Aber wie ist das schwer? Na, schaffen wir die Ampel noch? Schaffen wir noch. Und hier auf der Verkehrsinsel, die hinter der Ampel ist vor uns, da habe ich mal einen kleinen Windschutz verloren für mein Lieblingsmikro. Ich gehe mal hier völlig aus dem Weg. Das ist ein Rettungswagen. Genommen zwei Rettungswagen, Notarzt und Rettungswagen, um das Ganze zu präzisieren. Hier irgendwo, hier rechts, hier habe ich den Windschutz verloren, auf diesem Stück hier irgendwo. So ein ganz kleines Ding und seitdem ist er weg, so ein kleiner Windschutz, aber jetzt ist er auch weg, das ist über ein Jahr her. Den suche ich jetzt nicht mehr. Ich bin da nochmal zurückgegangen, weil ich halt irgendwie gemerkt hatte. Aber da hatte ich ihn auch schon da nicht mehr gefunden. Aber das ist eine Fahrradstraße. Das hier ist übrigens immer noch jetzt die alten Essener Straße. Da bin ich ja schon mal durchgelaufen aus der anderen Richtung. Oh, da sind die wieder. Wieso sind die nicht hier durchgefahren? Geradeaus kommen wir jetzt ins Nordviertel. Da will ich gar nicht hin.
Das würde heute die Runde zu groß machen. Und hier vor Kopf ist auf jeden Fall RWE. Das Zentrum von RWE. Da sieht man jetzt so gut wie nichts, aber das ist ein riesengroßes Gelände. Ist aber bestens abgeschirmt durch Sicherheitskräfte ohne Ende. Müsste ich mal drumherum laufen, aber man sieht wirklich nicht viel. Die haben halt sehr geschickt auch verborgen irgendwie. Ich hoffe, da vorne kann ich wieder auf dem Fahrradweg fahren. Die Straße ist mir gar nicht geheuer hier. Hier von rechts kommt die B224 und macht hier den Rechtsknick. Hier sind auch wieder so einzelne Platten verlegt. Kann nicht funktionieren, Leute. Weil selbst zu Fuß nicht optimal. Kann man auch mal hängen bleiben. Glück, dass wir nicht auf der Straße sind. Doch noch ein Schwerlaster hier unterwegs. Der nächste. Der heißt halt eine Bundesstraße. Hier auf dem Stück, die B224. Links haben wir jetzt das Uni-Gelände. Interessiert uns heute auch nicht. So, und wir biegen jetzt hier ein auf die Zielgerade.
Ich komme hier rechts vorbei, alles klar, danke. Und immer noch ist die Sonne nicht untergegangen. Aber ich bin froh, dass sie noch da ist. Wenn ich merke, dass hier aus den Büschen Kühle rauskommt, und dann wird das auch gleich größer. Hier hat man so ein Pöle schon hingestellt. Mehr kann man da nicht tun. Das ist eine Katastrophe hier, der Belag. Klar, auch ausgelöst durch die Baumwurzeln. Da macht man natürlich auch mit einem anderen Belag nichts. Das ist einfach die Kraft der Wurzeln. Und Bäume braucht man ja auch. Das ist schwierig. Kann man nicht immer nur meckern, man muss auch sagen, zaubern kann da auch niemand. Was haben wir denn hier? Undurchschaubar das Ganze. Mal vorsichtig hier durch die Sicke fahren. Ich weder wegrutsch noch nicht besudel. Ja, und dann ist ja so eine typische Ausfallstraße. Eine Einfallstraße. Hier ist ein Restaurant Xiao. Können wir hier wieder schnell auf den Radweg gehen. Groß im Außenbereich. Da haben wir immerhin ein paar Lichter heute noch erwischt. Der Bammler Service Park. Sind wir ja neulich auch mal gewesen. Immer noch ganz schön viel Verkehr hier, ne? Finde ich. Hier muss ich aufpassen. Der will geradeaus. Ich auch. Linke Hand. Das Areal von Essen 51. Da ist nichts zu sehen. Keine Aktivitäten zu sehen. Ich verstehe das nicht. Die sagen, Wohnraum wird dringend gebraucht. In den Großstädten. Da soll ja auch Wohnraum entstehen und Gewerbe. Und es passiert nichts. So ein Riesenareal. Da ist nichts, kein Baugerät, kein nix. Das ist einfach nur eine Fläche. Da haben die ja Bomben ohne Ende rausgeholt. Insekten sind gerade ins Auge geflogen.
So. Wir haben es geschafft. Mit unserer Runde. Läuft die Kamera noch? Die läuft noch. Ja, hier steht der tapfere Roller. Huch. Ach ja, ich muss ja. Ha. Den Gimbal wieder entsperren. Tut mir leid, so ist das, da steht er auf jeden Fall. Hier stehe ich und ich sage vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sage noch Dank an alle Abonnenten, dass ihr meinen Kanal so toll unterstützt. Bis die Tage. Glück auf!